Zweites Endspiel und zweites Heimspiel für den 1. FC Kaiserslautern innerhalb einer Woche. 40.000 Pfälzer in Köln trugen ihre Mannschaft an einem Woge der Begeisterung zum Titel zur dritten deutschen Meisterschaft nach 1951 und 53. 38 Jahre nach dem Fritz Walter und Co. krönten die Kunz und Co. die Saison einer echten Mannschaft ohne Stars. Der Pokalsieg war super, aber das hier ist die Belohnung für ein ganzes Jahr. Und ich hoffe, dass wir damit ganz vielen Mannschaften Mut gemacht haben und gezeigt haben, was man erreichen kann, wenn man es nur will. Gerry Ehrmann, herzlichen Glückwunsch, deutscher Meister und das in Köln. Ja, richtig. In meiner alten Wirkungsstätte, wo ich 7 Jahre auf der Bank gesessen habe. Es war sicherlich für Sie keine leichte Woche, sagen wir es doch ganz ehrlich, nach diesem Gladbach-Spiel, nach diesem dummen Tor, das jedem Mal passiert, aber Ihnen ausgerechnet in der Endphase der deutschen Meisterschaft. Ja, ist richtig. Ich habe eigentlich die ganze Saison über einen Fehler gemacht und den genau in dem entscheidenden Spiel. Für mich war das natürlich, wie Sie eben sagen, mit der herrlichsten Woche. Ich habe eigentlich den Fehler eigentlich schnell verkraftet, weil ich weiß, dass sportlich sowas passieren kann. Nur für mich, mir tat es unheimlich weh für die Fans eben, dass sie eben jetzt eine Woche später fahren müssen. Tausende von Fans des 1. FC Kaiserslautern erlebten den Sturmlauf ihrer Mannschaft draußen vor der Tür, fanden keinen Einlass mehr ins Stadion, erlebten den Triumph ihrer Mannschaft notgedrungen in den Kneipen nahe dem Stadion vor dem Fernsehapparat. So auch das 5:2 durch Haber in der 78. Minute, fraglos die Vorentscheidung in dieser spannenden und hochklassigen Partie, die Kaiserslautern praktisch jederzeit dominierte. Prominenz. Andreas Brehme und der Bundestrainer. Sie haben heute demonstriert, wie man Fußball auswärts spielt. Und die Kölner, die haben die erste halbe Stunde, kann man sagen, verschlafen. Da stand es in 2-0. Sie sind aufgewacht erst nach dem Feldverweis durch Hansi Flick. Und danach hatten sie gute 20 Minuten, aber es hat trotzdem nicht geklappt. Aber ich muss sagen, ich bin umso glücklicher, dass der FCK geschafft hat. Weil sie haben heute wirklich einen sehr, sehr guten Fußball gespielt, über 90 Minuten. Wir wissen, dass Kaiserslautern Meister geworden ist, weil sie vor allen Dingen von den Spielern her, sie ist eine Mannschaft, es sind nicht nur 11 oder 15, es sind 18 bis 20 Spieler, die zueinander passen. Und das sollte eigentlich den anderen Vereinen Ansporn geben, auch einmal den Weg einzuschlagen, den Kalli Feldkamp hier mit der Mannschaft eingeschlagen hat. Ein typischer Feldkampf, je 2 Tore zum Sieg durch die Überraschungen im Team Haber und Winkler. Ja, ist ein unbeschreibliches Gefühl. Ich freue mich natürlich riesig, vor allen Dingen freue ich mich für die super Zuschauer, die es verdient haben und die uns in der Saison super unterstützt haben, und ein großes Kompliment an die Zuschauer. Tja, die können sich freuen und das haben sie auch verdient. Und verdient haben sie auch, dass nochmal alle Torschützen und ganz kurz die Chronologie des Spiels aufgelistet wird. Es ging in der 4. Minute los, 0:1 Haber, Winkler in der 15. 0:2, da schien schon alles klar, dann kam der Foulelfmeter von Ordenewitz zum 1:2. Dann flog der Kölner Hans-Dieter Flick in der 31. Minute wegen wiederholten Foulspiels vom Platz. Und noch vor der Pause Winkler 1:3 in der 44. und Tom Dooley 1:4 in der 45. Minute. Greiners 2:4 in der 46. machte nichts mehr, denn Haber zum 2:5 in der 78. und Schupp, jetzt sage ich es andersrum, in der 90. zum 6:2. Für den 1. FC Kaiserslautern. Die haben damit alle Unkenrufe ad acta gelegt. Sie sind ein verdienter deutscher Meister. Und nun freut euch mal schön, wir kommen später nochmal auf die Freude der Pfälzer zurück.